Willkommen zurück hier auf meinem Kanal, wo es jetzt endlich wieder losgeht bzw. weitergeht mit der Mr. Ninox Bundesliga. Ich war ja jetzt doch länger im Urlaub, das heißt die letzte Folge, die auf meinem Kanal ankommt, war glaube ich der 4. Spieltag. Ich blende ihn euch jetzt rechts oben einfach mal rein. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, zieht sie euch auf jeden Fall rein, die und die ganzen anderen Folgen, die müsst ihr wirklich gesehen haben. Jetzt aber auch schon zu Mr. Ninox Bundesliga. Wie gesagt, ich konnte ja nur bis zum 3. oder 4. Spieltag alles simulieren lassen. Das heißt, ab dann habe ich es jetzt nicht so gemacht, dass ich die Spiele nachholen lassen habe, sondern einfach die Spiele in die App. Ich blende euch, wie gesagt, jetzt auch mal die Tabelle ein, wie die Mr. Ninox Bundesliga-Tabelle ist, einfach nachgetragen. Und dadurch, dass Leverkusen einen recht schlechten Start bei uns hatte in der Mr. Ninox Bundesliga, wie gesagt, ich kann nur nochmal auf die Infocard verweisen mit den anderen Videos, ist Bayern jetzt, obwohl sie ein Spiel weniger haben, auf Platz 1, weil das Spiel gegen Union gibt es natürlich auch hier auf meinem Kanal. Leipzig punktgleich auf Platz 2, Leverkusen auf Platz 3, Stuttgart und Dortmund, die hängen alle noch eng beisammen, nur bei Frankfurt ist dann ein bisschen größerer Abstand. Und ganz kurz blende ich euch noch den unteren Tabellenteil der Tabelle ein. Gut, da gibt es jetzt nicht viel zu sagen, weil Hoffenheim und Bayern ja bei dem oberen Tabellenteil waren. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Ja gut, mit der Rückrunde noch nicht wirklich, weil es ist ja noch die Hinrunde. Es ist ja erst der 17. Spieltag, heißt das letzte Spiel von der Rückrunde. Und es ist, by the way, auch das erste Spiel auf der PS5 hier auf meinem Kanal. Das heißt, ich würde sagen, ich gebe jetzt ab an Kommentator Mr. Ninox. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Game Bayern gegen Hoffenheim. Ich bin richtig gehypt. Let's go und schreibt doch mal eure Tipps, wie ihr denkt, dass es in echt ausgeht, in die Kommis. Kommis, let's go. Hallo und ein herzliches Willkommen damit auch von meiner Seite. Ich bin euer heutiger Kommentator Mr. Ninox und werde das Spiel für euch kommentieren. Bayern gegen Hoffenheim. Dadurch, dass es ja jetzt nicht mehr FIFA 23, sondern EAFC oder wie es heißt, 24 ist, gibt es die Aufstellungen nicht mehr wie gehabt. Und zwar, wir werden sie euch gleich unten einblenden. Die Bayern natürlich ohne die beiden Afrika-Fahrer, aber jetzt Afrika-Cup-Fahrer, aber sie kommen jetzt auch sofort. Kimmich legt ihn zurück auf Musiala, aber da wird jetzt erstmal nichts draus, oder? Musiala wartet nochmal, Jamal Musiala, Kimmich, die Bayern spielen sie jetzt ein bisschen fest vor dem 16. Harry Kane kommt zum Abschluss. Schauen wir auf die anschließende Ecke, kurz gespielt, Kimmich, Musiala mit einer Klasse, ja, Hereingabe, Flanke, was es auch immer sein sollte. Und jetzt gleich wieder Ecke, Kimmich, die kommt gut, Upamecano, Baumann, die Bayern machen richtig Druck. Dritte Ecke, wieder kurz gespielt, diesmal nicht mit Musiala, sondern mit Sané, der hätten auf dem linken, Kane legt ab auf Coman, Schuss geblockt, Hoffmann dazwischen und kann sich erstmals befreien und mehr wie befreien, vielleicht kommen sie in eine Konteraktion. Kramaric jetzt mit der Riesenchance. Oder bleibt Manuel Neuer cool? Nein, Kramaric bleibt cool. Was ein Anfang, die ersten 11 Minuten. Hoffenheim führt hier mit 1:0. Verrückte Partie. Bayern 2-3, echt gute Chancen. Und jetzt hier ein klasse Konter. Bayern steht auch nicht super hinten. Gut, Neuer kann da nichts mehr machen. Das heißt, Hoffenheim führt hier mit 1:0. Ich bin natürlich jetzt sehr gespannt, wie die Bayern hier drauf reagieren, früh in Rückstand zu gehen. Sie sind natürlich der haushohe Favorit und die Aufstellungen lassen leider auf sich warten. Aber jetzt kommt schon wieder Hoffenheim über Sko. Machen die jetzt das zweite Ding wieder. Kramaric erstmal geblockt, klasse geblockt, aber im Nachfassen Manuel Neuer. Und aufgrund von technischen Schwierigkeiten wird die Aufstellung jetzt gerade nicht unten eingeblendet, sondern ich zeige sie euch hier kurz bei den Spielerleistungen. Bei Hoffenheim jetzt keine großen Überraschungen und bei Bayern leider ein kleiner technisches Missgeschick. Masraoui und Kim trotzdem dabei, obwohl sie eigentlich nicht dabei sein hätten dürfen. Das wird natürlich hoffentlich beim nächsten Bayern-Spiel anders sein. Dadurch, dass Hoffenheim jetzt führt, hoffe ich, ist es nicht zu schlimm. Jetzt also wieder rein ins Game, beziehungsweise ihr seht immer, wenn es Highlights gibt. Und dieses lässt vielleicht auch nicht lange auf sich warten. Vogt gerade noch rechtzeitig dazwischen, aber ich glaube, es war eh abseits, ja. Hoffenheim jetzt mal wieder. Prömmel, außen wäre Kadaschabek. Prömmel versucht die schwierigere Variante. Bayer, eigentlich eine Riesenchance, aber kein Problem, so wie Bayer schießt für Manuel Neuer. Kane auf Sané, die sich so gut verstehen in der Vorrunde. Kane wieder auf Sané. Sané mit der Schusschance. Zögert bisschen zu lang und Vogt ist dazwischen. Bekommen die Münchner vor der Halbzeit nochmal eine Chance? Nein, bekommen sie nicht. Das war's auch mit der ersten Halbzeit. Wir schauen jetzt ganz kurz auf die Statistiken. Und die sehen so aus. Und da sieht man, gut, die Bayern haben zwar mehr Schüsse, aber erwartete Tore geht
klar an die TSG und deswegen ist dieses 1:0 auch verdient. Mehr gibt es dazu auch überhaupt nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir springen jetzt sofort rein in die zweite Halbzeit, in der die Bayern natürlich jetzt schnellstmöglichst den Ausgleichstreffer wollen und auch brauchen. Klasse gespielt, Musiala auf seine Pfosten und drin. Die Bayern haben also diesen schnellen Ausgleichstreffer, wie gerade eben erwähnt. Den wollen sie, den brauchen sie, wenn sie hier noch 3 Punkte mitnehmen wollen. Und jetzt bin ich richtig gespannt, wie es weitergeht. Gucken wir nochmal drauf. Kane auf Musiala, der legt klasse ab und Leroy Sané schießt also ein zum 1:1. Hoffenheim zeigt sich aber jetzt nicht wirklich beeindruckt. Prömmel auf Kramaric, der legt ab auf Bayer. Bayer kommt zum Abschluss. Was ein Tor zum 2:1. Ich wollte noch sagen, es ist wichtig für die TSG jetzt hier nicht irgendwie in Straucheln zu geraten, weil dann kann es mal übel ausgehen, wenn man die Bayern ärgert. Aber sie ärgern die Bayern erneut, denn sie führen mit 2:1. Gucken wir nochmal auf den Treffer. Kramaric legt ab und Bayer ein Übersteiger und dann, wow, klasse Tor, nichts zu halten für Manuel Neuer. Das heißt, die Bayern laufen schon wieder in dem Rückstand hinterher und sie wollen natürlich jetzt wieder den zügigen Ausgleich, aber Hoffenheim hat jetzt hier die Chance zu erhöhen. Upamecano mit einem wichtigen Block. Stach Hoffenheim kommt schon wieder, Prömel Kim erst dazwischen. Was ist hier los? Die Hoffenheimer machen nicht nur die Tore, sondern sind auch gut im Spiel. Und jetzt führen sie hier mit 3:1 und es wird natürlich verdammt schwierig, jetzt noch was entgegenzusetzen von den Münchnern. Wow, wir gucken nochmal ganz kurz drauf. Hier erst noch Kim dazwischen und dann eben, ja, den Abpraller kann Prömmel dann aber super verwerten, wieder nichts zu halten für Neuer und damit jetzt der 2-Tore-Rückstand für Bayern München. Hoffenheim sollte aber trotzdem gewarnt sein. Die Bayern haben oft genug unter Beweis gestellt, dass sie einen 2-Tore-Rückstand drehen können, beziehungsweise noch in ein Unentschieden verwandeln können. Jetzt vielleicht Kimmich auf Musiala, der Abschluss muss her, Musiala, aber da wäre die Ablage auf Kane doch die bessere Wahl gewesen. Den Bayern läuft die Zeit davon, jetzt vielleicht nochmal über Kane außen würde jemand starten, in der Mitte Goretzka, Musiala wird starten, wenn sie jetzt das Tor machen, wird es nochmal verdammt spannend. Musiala lässt die Riesenchance liegen, das hätte nochmal richtig spannende 5 Minuten gebracht. So wird es aber echt eng und das war übrigens die letzte Aktion von Musiala. Anschließende Ecke. Neuer sogar schon mit vorn. Und es gibt den Elfmeter. Es gibt den Elfmeter. Gucken wir nochmal drauf. Ich glaube, das war ein Handspiel von Salai. Gucken wir drauf. Und Müller gleich dabei. Gut, man hat es jetzt nicht gesehen, aber ich glaube, er hatte die Hand sehr weit oben. Das kann man auf jeden Fall geben. Und Harry Kane nimmt sich den. Harry Kane, es wären verdammt spannende 4 Minuten. Harry Kane oder bleibt Baumann cool? Nein, Harry Kane verwandelt und Kane bleibt cool. Damit wären es nochmal spannende 4, 5. Vielleicht 6 Minuten mit Nachspielzeit. Und ich würde sagen, die letzten 3 Minuten kriegt ihr einfach völlig ungeschnitten. Egal, ob es ein Highlight gibt oder nicht. Die Bayern, wie gesagt, brauchen noch einen Treffer für das Unentschieden. Das wäre natürlich verdammt wichtig. Sonst könnte Leipzig sie überholen an dem Spieltag. Die spielen natürlich auch. Deswegen ganz wichtig, Abo dalassen und Glocke aktivieren, wenn ihr nichts auf dem Kanal hier verpassen wollt. Die Bayern, wie gesagt, brauchen einen Punkt. Gut, auch mit einem Punkt können sie von Leipzig überholt werden. Aber sie haben ja noch das Nachholspiel. Gucken wir mal. 2 Minuten gibt es oben drauf. Davon ist schon eine weg. Das geht in FIFA echt immer schnell. Der Ball muss nach vorne gehen. Der Ball geht nicht nach vorne. Das heißt, Hoffenheim gewinnt das Spiel wirklich mit 3:2. Die Bayern patzen also zum, ja, Rückrundenauftakt, sage ich jetzt mal. Ganz kurz jetzt noch der Blick auf die Spielinfo und da sieht man gut. Ein Unentschieden wäre jetzt aufgrund der zweiten Halbzeit vielleicht ein Ticken mehr verdient gewesen. Erwartete Tore wären eigentlich 2,5 zu 2,4. Das heißt, ein 3-3 bzw. ein 2-2 wäre auf jeden Fall in Ordnung gegangen. So ist es aber ausgegangen und ich gebe jetzt nochmal ganz kurz ab an Kollegen. Ja, danke dir Mr. Ninox fürs Kommentieren. Ich übernehme jetzt wieder und blende euch noch ganz kurz den oberen Teil der Tabelle ein. Für die Bayern ändert sich erstmal nichts. Sie bleiben bei 36 Punkte, haben jetzt auch 16 Spiele. Beziehungsweise aber, wie gesagt, haben ja eins weniger. Allerdings könnte jetzt Leipzig und Leverkusen vorbeiziehen an den Münchnern. Ja, das heißt, sehr ärgerlich. Und für Hoffenheim sind die 3 Punkte natürlich echt, ja, echt gut. Denn sie springen von Platz 9 hoch auf Platz 7. Gut, könnten von Frank Gladbach natürlich wieder zurück überholt werden. Aber sind jetzt auch erstmal punktgleich mit Platz 6 und bleiben so wirklich an den oberen Rängen. Sei es
Champions League, Conference League oder Europa League dran. Und ich würde sagen, mehr gibt es jetzt auch gar nicht zu sagen von mir. Wie gesagt, lasst doch jetzt rechts oben gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, wenn ihr keine weiteren Folgen von dem Spieltag oder generell auf meinem Kanal verpassen wollt. Ich würde mich mega freuen. Und links oben verlinke ich euch nochmal, wie gesagt, die ganze Playlist wahrscheinlich mal von dem Projekt. Weil wer das noch nicht gesehen hat, muss es auf jeden Fall tun. Jetzt aber, habt noch einen guten Freitag. Macht's gut, haut rein, ciao und hoffentlich natürlich bis zum nächsten Mal.